Ich habe mir 130 Explorer Notes auf Englisch durchgelesen, zusammengefasst und trage die jetzt für euch in einem Video zusammen. Was ist die Story von Ark Genesis 1 und 2? Eins vorab, bevor wir richtig loslegen. Ich habe schon ein Video gemacht zu den Teilen bis Ark Genesis 1 quasi. Das einmal vorher angucken, bevor ihr das Video anschaut. Ergibt auf jeden Fall Sinn, dann seid ihr in der richtigen Reihenfolge. Das Video am besten einfach... Das Video einfach als Podcast nutzen, weil der Schnitt ist fürchterlich in dem Video, inhaltlich aber trotzdem top. Wir fangen an mit Genesis Part 1 und da erzählt uns die Story vor allem die Helena-Drohne, die wir hier auch im Bild da neben mir sehen. Und da ist es so, dass wir ja immer wieder Glitches in der Welt finden und die quasi schließen und dadurch ergibt sich dann die Story bzw. wird die Story erzählt und wir starten rein mit einem Zitat von der Helena-Drohne. Als ich den Glitch geschlossen habe, konnte ich einen Hauch der überlebenden Datenbank erhaschen. Ihr kommt von überall auf der Welt und aus allen Epochen. Allerdings weiß ich nicht, an wie viel ihr euch erinnert. Wie du in die Genesis-Simulation gekommen bist, da kannst du nur genauso raten wie ich. Aber du kannst stolz sein. Der einzige Grund für das Existieren der Simulation ist es, die besten Überlebenden zu finden und du lebst. Du bist also noch im Rennen. Und jetzt gehen wir quasi die einzelnen Notes so Stück für Stück durch. Was wird da inhaltlich gesagt? Immer wenn wir einen Glitch schließen, wie gesagt, bekommen wir neue Informationen. Die eigene Persönlichkeit und Erinnerungen werden in riesigen Datenbanken gespeichert und in der Genesis-Simulation mit einem neuen Körper kombiniert und ab da ist man auf sich alleine gestellt. Bei Genesis 1 handelt es sich also um eine Simulation. Dort sind nicht tatsächlich echte Menschen da. Helena schließt einen Glitch und stellt fest, dass jemand versucht, in die Simulation einzudringen, um sie zu verändern bzw. zu manipulieren. Und das betrifft Kreaturen, die Umwelt, Wetter und sogar die Überlebenden selbst. Mit jedem verschlossenen Glitch bekommt Helena einen Blick hinter die Kulissen, doch sie versteht nicht, was der Grund der Simulation ist. Ja, sie testet die Überlebenden, doch sie soll sie auf etwas vorbereiten, das die Ankunft heißt. Was auch immer das ist, das geht über die Simulation hinaus. Helena weist darauf hin, dass die Genesis-Simulation sehr gefährlich ist. Es kommt immer wieder eine neue Krise auf uns zu, die wir überwinden müssen und das ist auch so gewollt von der Simulation. Wir sollen Survival-Skills lernen und unsere Psyche fit und wach halten, alles in der Erwartung der Ankunft. Finde ich an der Stelle sehr sympathisch, dass gesagt wird, dass Genesis 1 gefährlich ist. Jeder, der da mal reingespawnt ist, weiß, es ist die Hölle. Helena entdeckt, dass einige Sicherheitsprotokolle versucht werden zu deaktivieren, was sie kritisch sieht, weil es soll sich bei dieser Genesis-Simulation um einen verwertbaren Test handeln und wenn die Sicherheitsprotokolle deaktiviert werden, dann ist dieser gewisse Grad an Gefährlichkeit, der vorher eingestellt worden ist, gar nicht mehr vorhanden. Allerdings halten die Sicherheitsprotokolle stand, doch es versucht jemand ins System einzudringen, weshalb die ganzen Glitches überhaupt da sind. Das ist quasi das Nebenprodukt, da versucht jemand ins System reinzukommen und deswegen entstehen Glitches in der Welt. Und jetzt wird es interessanter und dieses Etwas oder Person, was auch immer, das sich da jetzt eben versucht einzuschleusen in diese Simulation, spricht jetzt durch die Drohne dann zu uns. Wie ich sehe, räumst du hinter mir auf und dafür danke ich dir. Kontrolle über diese Genesis-Simulation zu erlangen, erfordert ein gewisses Maß an Unordnung, welche ihr als Glitch wahrnehmt. Macht weiter, aber wisset, dass ich euch jederzeit beobachte. Als Reaktion darauf, dass eben diese Person durch Helena zu uns spricht, sagt sie, dass sie einige Sekunden offline war und fragt danach, ob sie irgendwas verpasst hat. In der Genesis-Simulation ist es so, da es sich ja nun mal um eine Simulation handelt, dass es keinen Tod gibt. Die Erinnerungen werden einfach eingesammelt und in einen neuen Körper verfrachtet. Und so kannst du dann einfach weitermachen. Helena will unbedingt wissen, wie gut die Simulation läuft und stellt fest, dass die Überlebenden in Massen sterben. Hunger, Gewalt, Unfälle und ein bisschen von allem sind die Gründe dafür. Das Problem ist, dass diese Simulation eben als Überlebenstest angelegt ist und dafür ist die Sterberate aktuell viel zu hoch. Helena fällt auch auf, dass einige Überlebende gar nicht mehr respawnen. Dadurch entstehen weitere Glitches im System und irgendwie werden diese Überlebenden in der Simulation festgehalten. Tatsächlich läuft die Simulation intakt, allerdings sind die Master-AIs, die den Test überwachen und auswerten sollen, verschwunden. Helena fragt sich, was der Punkt ist, wenn niemand da ist, um zu überprüfen und zu beobachten, was da eigentlich genau passiert. Auch wieder witziger Einschub hier, Helena macht sich über die Beharrlichkeit der Überlebenden lustig. Sie sterben nur, um dann zu respawnen, um sich dann wieder ins Unglück zu stürzen. Man ist quasi in so einem Loop drin, wo man seinen Loot wiederholt und das kennt ja jeder Ark-Spieler auch. Finde ich, ist eine sehr schöne Referenz an dieser Stelle. Helena stellt dann fest, dass jemand versucht, in die Backup-Files der Genesis-Simulation einzudringen. Das ist dann quasi die Datenbank, wo Persönlichkeiten und Erinnerungen als Backup gespeichert werden. Das heißt, der tatsächliche Geist ist da nicht gespeichert, sondern eben eine Kopie dessen. Allerdings ist das auch der Teil, wo die Backups der potenziellen Überlebenden gespeichert werden, die Anforderungen für die Simulation allerdings gar nicht erfüllt haben. Und da ist dann eben die Frage, warum interessiert sich eigentlich jemand für die Backup-Files von den Überlebenden, die eh nicht in der Simulation drin sind. Dann spricht wieder jemand durch Helena zu uns, wie ich sehe, räumst du mir hinterher. Du könntest mir nützlich sein, vielleicht als Hausmeister. Du räumst Unordnung auf und weißt nicht mal, warum du es tust. Aber das trifft auf alle Überlebenden zu. Niemand von euch versteht, was vor sich geht. Helena stellt fest, dass der Schwierigkeitsgrad angepasst worden ist und weist darauf hin, dass die Ergebnisse total unbrauchbar dadurch werden, dass man einfach die Bedingungen mittendrin in so einer Simulation anpasst. Mittlerweile ist es so, dass die Überlebenden, die nicht respawnen können, in einem diagnostischen Unterprogramm bearbeitet werden, um heraus
herauszufinden, wo das Problem liegt, damit sie eventuell wieder respawnen können. Was Helena aber anmerkt, was komisch ist, dieses Programm existierte noch nicht, als sie diesen Glitch geschlossen hat. Das heißt also, jemand von außen versucht sich um die Überlebenden, die in dieser Warteschleife hängen, zu kümmern. Und wieder spricht eine Stimme durch Helena zu uns und erfreut sich an dem Anblick der Überlebenden, die ertrinken, und sagt, dass er sich daran niemals satt sehen wird. Helena ist mittlerweile sehr genervt davon, dass sie immer wieder durch diese Stimme übernommen wird. Beim nächsten Glitch stellt sie dann fest, dass die Mineralienzusammensetzung auf diesem Planeten bzw. in der Simulation verändert ist, denn es ist immer mehr Element vorhanden. Helena merkt dann an, dass Element fundamental für die Entwicklung der Zivilisation, aber gleichzeitig auch für den Zerfall dieser verantwortlich ist. Nach und nach gehen die kritischen Meldungen im Sicherheitssystem runter. Das ist allerdings nicht gut, das heißt nur, dass jemand das System mittlerweile so gut manipuliert hat, dass er jederzeit kommen und gehen kann, wie er will. Und diese Person hat sich nicht mal Mühe dabei gegeben, das zu verschleiern. Da scheint also jemand sehr selbstsicher zu sein, dass der Plan aufgeht. Und wieder übernimmt die Stimme über Helena die Kontrolle. Es wird langsam schwierig für dich, oder? Schau dir an, was du trägst, was du isst, wie du dich selbst rumschleppst. Die Fassade der Zivilisation entgleitet dir. Und das ist gut so. Da, wo du hingehst, brauchst du keine Zivilisation. Helena ist daraufhin wieder sauer. Und beim nächsten Glitch stellt sie fest, dass eine neue Kategorie in diesem Überwachungssystem der Überlebenden eingeführt worden ist. Und zwar Unterwürfigkeit. Jemand versucht also, die Unterwürfigkeit der Überlebenden zu testen bzw. auch zu messen. Und wieder übernimmt eine Stimme über Helena die Kontrolle. Deine Erfolge sind nichts, was ich schon zuvor gesehen hätte. Sammeln, jagen, erfinden. Alles sicher im Zentrum der Normalverteilung. Willst du mich nicht beeindrucken? Ich werde hier mal eine Normalverteilung einblenden. Das heißt im Wesentlichen, wenn man sich im Zentrum der Normalverteilung befindet, dann ist man einfach nur Durchschnitt. Das ist das, worauf diese Person hier hinaus möchte. Helena sagt zwar, dass sie es jetzt besser schafft, diese Person oder Stimme von sich fernzuhalten, aber es wird jetzt immer häufiger, dass diese Person bzw. Stimme eben durch Helena zu uns spricht. So stellt sie fest, dass jemand versucht, neue AIs in die Genesis-Simulation einzuschleusen, doch das funktioniert noch nicht ganz. So sollte dieser Glitch, den wir eben reparieren, einen schwebenden Hologrammbegleiter darstellen, also sowas wie die Helena Drohne, weshalb sie so ein bisschen sauer ist, weil sie findet das nicht so gut, dass sie kopiert werden soll. Außerdem treten nun eine Menge von Fehlern im System auf. Wenn Überlebende sterben, respawnen sie in anderen Körpern und das sollte nicht passieren. Wieder spricht die Stimme zu uns, die Erinnerungen, die du hast, glaubst du, dass sie echt sind? Immerhin verbringst du jeden wachen Moment innerhalb einer Simulation. Wer sagt denn, dass nicht ich zum Beispiel deine Kindheitserinnerung kreiert habe und sie anschließend in deinen Kopf gepackt habe? Daraufhin wird Helena nochmal richtig sauer und mittlerweile werden auch Dinos aggressiver gemacht und die Luftzusammensetzung wird in einigen Biomen verändert. Und erneut kommt die Stimme. Ich weiß, du bist damit beschäftigt, im Dreck zu wühlen oder mit den Tieren zu kämpfen oder was auch immer du als Fortschritt bezeichnest. Ich möchte dich an das eigentliche Ziel erinnern, mich zufriedenzustellen. Bisher scheiterst du, Überlebender. Helena, wie gewohnt, sauer. Der nächste Glitch, der repariert wird, sollte eine unsichtbare Kamera darstellen. Jemand versucht uns also auf Schritt und Tritt zu folgen, obwohl die Simulation gar nicht für Realtime-Tracking ausgelegt ist. Was ist also so besonders an uns, dass gerade wir verfolgt werden? Alles bis auf zwei Dinge sollten auch in dieser Simulation sein. Offensichtlich einmal die Glitches, die sollten nicht da sein. Und es gibt eine neue Self-Aware Presence. Das heißt also eine Kreatur in irgendeiner Art und Weise, die schon durchaus weiß, dass sie ist. Helena nennt diese Lebewesen Avatars und die schleichen nun durchs System. Helena weiß aber nicht, warum sie dies tun. Sie weiß nur, dass sie eben nicht zur Simulation dazugehören. Und wieder auftritt Stimme. Wie fühlt es sich an, weniger als menschlich zu sein? Du bist nicht nur in einer Simulation, du bist eine Simulation. Eine Simulation eines echten Menschen. Wie vorher schon angesprochen, respawnen einige Überlebende einfach nicht und normalerweise würde ihr Geist gespeichert werden, aber irgendetwas bearbeitet ihn und wenn diese Bearbeitung Glitches erzeugt, dann kann man davon ausgehen, dass diese Person sehr aggressiv vorgeht. Und wieder auftritt Stimme. Ich habe mich daran amüsiert, Überlebenden dabei zuzusehen, wie sie im Ozeanbiom ertrinken. Doch weißt du, was noch besser ist? Zu sehen, wie die Simulation Sektor für Sektor unter meine Kontrolle fällt. Hab Spaß, solange ihr noch könnt. Vorhin wurde ja schon der Aggressionslevel der Dinos angepasst und jetzt auch der Überlebenden. Sie sollen also gegeneinander kämpfen. Allerdings kann Helena nicht sagen, ob das funktioniert hat oder nicht. Und wieder auftritt Stimme. Bisher schaffst du die Tests, Überlebender? Doch frag dich selbst, was bereiten sie für mich vor? Was bereite ich für dich vor? Ich sehe, wie du kämpfst, Überlebender, und es freut mich, aber wisse, dass du deine Fäuste nur zum Himmel richtest. Das ist so ein Teil, wo ich ein bisschen bei der Übersetzung hing einfach, aber man kann sich das, glaube ich, so vorstellen, dass er steht. Verdammte Simulation. Helena sieht jetzt, was mit den Überlebenden passiert, die nicht respawnen können. Der Eindringling im System korrumpiert sie quasi, also so wie einige Dinos, und verwandelt sie so in halblebendige Avatars, die in künstlichen Körpern festgehalten werden. Bis zu einem gewissen Grad wissen sie, was vor sich geht, allerdings werden sie fremdgesteuert. Und dann wieder auftritt Stimme. Ich finde die interessantesten Dinge in dieser Maschine, zum Beispiel der Ort, an dem deine Persönlichkeit gespeichert wird. Ich könnte sie auseinandernehmen, aber ich habe wichtigere Dinge zu tun. Sieh dich um, Überlebender. Alles, was du siehst, ist unter meiner Kontrolle. Dieser ganze Ort ist mein persönlicher, eingezäunter Garten und ich denke, ich muss etwas Unkraut jäten. Und wenn ich eine Sache über Unkraut weiß,
dass es immer wieder kommt. Immer wieder. Und das ist das Ende von Genesis 1. Rockwell hat es also geschafft, die gesamte Simulation zu übernehmen und kann da jetzt nach Lust und Laune schalten und walten und es eben super gefährlich machen. Kommen wir also zu Genesis 2 und hier haben wir wieder drei Charaktere, wie man das auch schon aus dem ersten Video kennt. Allerdings laufen hier die Storystränge diesmal nicht parallel zueinander, sondern nacheinander. Das macht es eigentlich ganz angenehm, dem Ganzen zu folgen, weil es nun mal eine sehr klare chronologische Reihenfolge gibt. Und den Start macht hier Santiago, den müssten wir von Aberration kennen, aber auf jeden Fall von Extinction. Und das wird ja auch der Main Character sein in Arc 2. Wir befinden uns in der Storyline von Santiago aktuell auf der Erde und er hat quasi die Aufgabe, Genesis zu erstellen, mit dem Ziel, alles und jeden wiederherzustellen, was jemals auf der Welt gelebt hat. Mittlerweile arbeitet er mit einem Transhuman zusammen, der Uma heißt. Und kleiner Recap, das müssten die Leute sein vom URI, die Leute, die eben Element genutzt haben, um etwas Übermenschliches zu werden. Tja, man kann sagen, dass Santiago auf jeden Fall mit der Aufgabe überfordert ist, weil wo fängt man überhaupt an, was ist es überhaupt wert mitzunehmen und was eben nicht. Und sowieso muss er erstmal ein Team zusammenstellen, das ihn eben dabei unterstützen kann, alles eben hinzubekommen. Und da sucht er sich Alessia raus, die soll sehr gut bewandert sein im Thema, ja, ich sage mal Umweltschutz, denn die Erde wurde ja verwüstet durch ganz viel Element, beziehungsweise einfach auch verseucht. Und Yong Ki heißt er, weil es ist eben ein Genie und der soll super genial sein. Die zwei Leute sucht er sich aus. Yong Ki spielt jetzt noch eine längere und wichtigere Rolle bei uns, Alessia gar nicht. Deswegen ist es auch einfach weird, Charakter einzuführen, die dann keine Rolle mehr spielen. Wie dem auch sei, Santiago findet es erstmal absurd, dass das ganze Projekt Genesis genannt wird. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe nochmal nachgeschlagen, das ist der Schöpfungsteil der Bibel. Und sowieso macht er sich auch so moralische Gedanken, weil um dieses Archiv überhaupt anlegen zu können von allem, was jemals gelebt hat, braucht man auch DNA davon. Das heißt, sie müssten theoretisch auch Gräber ausheben, um diese DNA sequenzieren zu können, um sie dann irgendwie reproduzieren zu können, um dann Überlebende herzustellen. Mit dem Ziel natürlich, die Welt neu zu bevölkern, weil die ist ja kaputt. Jedenfalls taucht immer die Frage auf, was er denn jetzt nun alles in dieses Archiv packen soll. Und so stellt er sich die Frage, was denn nun wäre, wenn es noch Petris gegeben hat, zu der Zeit, als Menschen anfingen, Tiere zu domestizieren. Hätte man dann beispielsweise mit Umweltkatastrophen besser umgehen können. Yong Ki wird damit beauftragt, verschiedene Genesis-Simulationen zu erstellen, damit man eben die richtige Balance der Biome finden kann und die richtigen Bedingungen, dass dort Menschen tatsächlich auch leben können. Das heißt, um das nochmal deutlich zu machen, diese Leute haben quasi die Genesis 1 Simulation gebaut, die wir eben besprochen haben. Allerdings ist es so, dass sich Yong Ki dann gegenüber Santiago etwas komisch verhält und es ärgert ihn so ein bisschen und er versucht eben Zugang zu ihm zu finden. Das schafft er auch und dann erfährt er über Yong Ki, dass er einen Mann und Kinder hat. Yong Ki hat sich dann quasi eine Familienauszeit genommen, er war immer noch ein bisschen komisch drauf und deshalb ist Santiago nochmal mit ihm ins Gespräch gegangen und dann hat Santiago erfahren, dass Yong Ki weiß, dass Santiago zum Ende des Krieges auf der Erde gestorben sein soll. Santiago lacht daraufhin, weil er sitzt ja offensichtlich da. Yong Ki sagt aber, dass er auf die Liste von Santiagos Engramm gestoßen ist und dort keinen Zugriff darauf erhalten hat, obwohl er eben ein sehr hohes Sicherheitslevel hat. Das hat Santiago dann so sehr beschäftigt, dass er nochmal selbst nachschauen wollte. Und alles, was dort steht, also was er zum Ende des Krieges gemacht haben soll, daran erinnert er sich zwar irgendwie, aber hat gar kein Gefühl dazu. Also weder positiv noch negativ. Naja, um so ein bisschen die Spuren zu erwischen, dass er da nicht gezielt irgendwas gesucht hat, surft er einfach noch so ein bisschen weiter in den Datenbanken für ein paar Stunden. Und Yong Kis Team hat dann einen Fehler gemacht und zwar haben die zwei Identitäten miteinander vermischt bzw. verbunden. Und so ist dann eine komplett neue Person entstanden, die es so vorher gar nicht gab. Das heißt, Erinnerungen von zwei Personen sind jetzt in einer. Das wird später nochmal relevant. Santiago hat jetzt also die ganzen Informationen gesammelt, dass er irgendwie zu diesen Erinnerungen keinen Bezug hat und spricht dann weiter mit Yong Ki darüber, weil es so die einzige Person ist, mit der er darüber reden kann. Weil Santiago fragt sich jetzt, was wirklich wäre, wenn er gestorben wäre und wirklich jetzt nur Santiago 2.0 ist, der einfach von diesen Transhumans zurückgeholt worden ist. Letzten Endes konfrontiert er Uma damit und sie bestätigt dann auch, dass er Santiago 2.0 ist und er soll sich nicht aufregen, weil sie wollen die Welt retten und dafür tun sie nun mal alles, was nötig ist. Und das ist insofern interessant, weil als sich Santiago entschieden hat, bei Genesis zu helfen, war die Abmachung, dass sie ihn nicht in ihren Archiven führen werden. Tatsächlich ist es aber so, dass sie ihn schon geführt haben, bevor er überhaupt mit ihnen zusammengearbeitet hat und sie haben ihn ja auch zurückgeholt und alle seine Erinnerungen, die er zum Ende des Krieges quasi hatte, die haben sie einfach aufgefüllt, weil er ist tatsächlich gestorben. Aber nicht nur Santiago wird in dieser Datenbank geführt, obwohl er das nicht wollte, sondern auch Yong Ki und seine gesamte Familie. Und daraufhin sagt eben Yong Ki, dass er vom Feind auch nichts anderes erwartet hat. Nochmal zur Erinnerung, wir haben einmal die eine Seite, die eben Element genutzt hat, um übermenschlich zu werden,
wollten und die anderen Leute wollten auf der Erde alle Probleme mit Element lösen. Uma nimmt dann Santiago mit auf einen Trip zur Farm, wo die ersten geklonten Kreaturen dann auch rumlaufen, so zum Beispiel ein Mammutkalb, und er sieht dort auch ein riesiges prähistorisches Pferd, und als er dann zurück auf der Erde ist, skizziert er den ersten Textrider. Dieser Textrider wird dann von Alessia, die wir jetzt zum ersten Mal wieder hören, dann noch ein bisschen weiter konzipiert, sodass dann eben diese ganzen verschiedenen Module, die wir aus Genesis 2 eben auch von den Stridern kennen, tatsächlich dann auch gibt. Uma eröffnet dann Santiago, dass sie mit diesem ganzen Ark-Konzept voranschreiten wollen, sobald das Colony-Ship, was wir eben auch aus Genesis 2 kennen, wo wir uns ja auch drauf bewegen, flugbereit ist und die Erde quasi verlassen kann. Santiago wird allerdings stutzig, weil sie nur davon spricht, dass Menschen die Erde neu bevölkern sollen und gar nicht die Transhumans. Naja, und Yonki ist mittlerweile so sauer, dass er mit Santiago gemeinsam Uma konfrontieren möchte, was das denn alles soll, dass sie in den Archiven geführt werden. Uma lässt sich darauf ein, sie gehen zusammen tränken und irgendwann schaukelt die Situation sich so weit hoch, dass Yonki bereit ist zu kündigen. Uma stimmt dem auch zu, falls er es am nächsten Morgen immer noch so sieht, wenn er nicht mehr betrunken ist. Yonki kam am nächsten Tag Santiago total blass entgegen und Santiago nahm ihn daraufhin in den Arm, um ihm zu zeigen, dass er ihn versteht, weil das ist in der Zusammenarbeit mit den Transhumans nicht immer so gewesen, dass man das Gefühl dort hatte, dass sie einen eben auf so einer menschlichen Ebene auch verstehen können. Als Santiago also Yonki in den Arm genommen hat, flüstert ihm etwas ins Ohr, was Santiago sagt, was er nie vergessen würde, und dann explodierte die Weste von Yonki. Laut der Explorer Note von Santiago riss es sie in super heißes Plasma, doch dann fügten sich die Teile auf einmal wieder zusammen, damit Uma nochmal hören konnte, was die letzten Worte von Yonki waren, und daraufhin flogen die Teile wieder auseinander. Santiago wurde allerdings wieder zurückgeholt, denn Uma wollte ihn nochmal fragen, was die letzten Worte von Yonki waren. Doch obwohl in der vorigen Explorer Note gesagt worden ist, dass sich Santiago daran immer erinnern werden kann, konnte er dies nicht und hat die Frage quasi zurückgeworfen. Und Yonki soll dann gesagt haben, dass er es hassen würde, dass sie, also die Transhumans, seine Familie in einer Zukunft rekreierten, die aber nicht die Zukunft der Transhumans war. Daraufhin dankte Uma Santiago und wünschte ihm viel Glück für die Zukunft, wann auch immer die für ihn sein möge. Santiago sagte dann, keine Sorge, ich bin ein Überlebender, und mit einem Lächeln schaltete Uma Santiago ab. Kleine Randnotiz von mir dazu, mega cooles Ende mit dieser Story, dass er quasi wieder abgeschaltet wird, weil er wird ja in Arc 2 eher in so einem Primal-Setting unterwegs sein, und das hat man jetzt hier, glaube ich, schon mal ganz gut gelöst, dass man dann weiß, okay, Santiago 2.0 oder 3.0, whatever, wird dann in Arc 2 der Main-Character sein, und wir wissen jetzt, okay, neue Welt, und er ist halt wieder neu aufgesetzt worden. Wie dem auch sei, das Colony-Ship ist jetzt schon im Weltall unterwegs, und nun kommen wir zu unserem nächsten Charakter, Nida. Nida lebt auf dem Genesis 2-Raumschiff, also auf dem Colony-Ship, und wurde von den Transhumans quasi dazu auserwählt, Bodenforschung zu betreiben, also Zusammensetzung und Materialien und Mineralien und so weiter und so fort. Das ist ihr Aufgabengebiet, darum soll sie sich kümmern. Allerdings ist es bei ihr so, dass sie sich total danach sehnt, ein richtiges Leben mit Sonnenauf- und Untergang zu führen und ist neidisch auf die Menschen, die das eben auf der Erde erleben konnten. Deshalb flüchtet sie sich manchmal einfach so in Simulationen, um das auch nochmal so ein bisschen erleben zu können. Eines Tages allerdings entdeckt sie eine Lücke im System, die die Transhumans wohl dagelassen haben, das heißt Leute von außen können sich in das System einwählen. Und so macht sie dann Bekanntschaft mit Helena, weil die sich eben in dieses System eingewählt hat. Und irgendwann wird der vordere Ring durch eine Macht übernommen, die Flora und Fauna verändert sich, Tiere mutieren und völlig neue Tiere tauchen auf. Außerdem steigt auch wieder die Konzentration an Element. Nida verdächtigt erstmal Helena, weil sie ja eben als Eindringling wahrgenommen hat. Und da Nida verschiedene Tunnel und Wege in diesem Raumschiff eben kennt, nutzt sie eben dieses Wissen, um dann Proben von diesen neuen Pflanzen zu sammeln. Witzig ist hierbei, dass sie als Hobby eben hatte, Alien-Simulationen zu erstellen, und sobald sie das erste Mal auf eine tatsächliche Alien-Umgebung trifft, rutscht ihr das Herz komplett in die Höhle. Sie schafft es, ihre Proben zu entnehmen, aber sie wird dabei von Shadowmanes entdeckt, aber schafft es eben noch, sich wieder im Schacht zu verstecken und kann dann eben ihre Proben auch testen. Da stellt sie eben fest, dass diese Proben eben genmanipuliert sind, ähnlich wie die Maywings. Das lässt sie dann daran zweifeln, ob Helena das überhaupt gemacht haben könnte, weil theoretisch dürfte sie dazu gar nicht in der Lage sein. Das heißt, es muss also eine andere Person geben, die jetzt hier Genmanipulation betreibt. Die Situation wird immer angespannter und auch immer mehr Leute verschwinden, weshalb sich Nida im Schiff versteckt. Sie hat da ein sehr gutes Versteck eben gefunden, das sie schon benutzt hat, um sich vor der Arbeit zu drücken, und dort verweilt sie und hackt sich dann eben in das Sicherheitssystem, um mit Kameras dann noch Überlebende zu entdecken. Das gelingt ihr auch einmal, aber dann eben eine lange Zeit nicht mehr, weshalb sie irgendwann auf die Idee kommt, dass sie einfach eine Nachricht an diesen Helm, den ja alle Überlebenden dann in Ark Genesis 2 tragen, senden kann. Und eben über diese Nachricht findet sie dann Gabriel, allerdings vertraut sie ihm nicht so richtig und das kann sie gar nicht beschreiben, warum. Gabriel taucht vor allem als Goldgräber auf, allerdings habe ich ja eben bei Santiago schon angesprochen, dass dort zwei Erinnerungen
Erinnerungen gemixt worden sind, und das ist genau bei Gabriel der Fall. Denn zum einen Goldgräber und zum anderen müsste es dann der Teil sein der indigenen Bevölkerung Amerikas. Und interessant ist auch, dass er in der zweiten Explorer-Note, die es zu ihm gibt, als der erste Überlebende bezeichnet wird. Wenn das also stimmt, was da drin steht in den Explorer-Notes, dann wäre Gabriel der erste Überlebende, der eben aus einem Mix von mehreren Erinnerungen entstanden ist. Da Gabriel ja eben auch Goldgräber ist, ist er total an diesen Stridern interessiert, und gemeinsam mit Nida durchstreift er dann eben die gute Seite des Rings, also eben nicht Rockwells Garden, und zähmt gemeinsam mit ihr zwei Strider. Allerdings findet Gabriel Element und versteckt es vor Nida. Und interessant ist auch, dadurch, dass er eben die zwei Erinnerungspaare in sich hat, träumt er immer wieder von Orten, an denen er gar nicht war, beziehungsweise von denen er gar nicht weiß, was das bedeuten soll. Und zusätzlich hört er auch immer wieder Stimmen, die ihm so ein bisschen sagen, was er tun soll. Irgendwann ist er dann so verwirrt, dass er gar nicht mehr weiß, was er eigentlich glauben soll, beziehungsweise wer oder was er eigentlich ist. Und so wird dann ziemlich klar, dass die DNA, die von Yongki kombiniert wurde, Gabriel ist, beziehungsweise dass Gabriel das Produkt ist. Angepeitscht von Stimmen und Träumen schleicht sich Gabriel irgendwann aus dem Nachtlager von Nida weg und nimmt auch seinen Strider mit. Und das ist der Moment, wo es zu einem absoluten Bruch in der Beziehung der beiden kommt. Und er ist dann so auf der Suche nach Element, aber ihm plagt dann irgendwann auch ein sehr schlechtes Gewissen, weshalb er dann wieder zurückkehren will und sich auch auf die Suche nach Nida macht. Und als er sie dann endlich gefunden hat, steht sie mit ihrem Strider an einer Konsole und sie öffnet dann den Übergang zwischen dem ersten und dem zweiten Ring. Angekommen in Rockwells Garden wird Gabriel mehr denn je von Stimmen geplagt, sogar so sehr, dass er Nida anschreit, wenn sie miteinander sprechen, und sie sich sogar wundert, warum schreist du mich eigentlich an, und dann ist ihm bewusst, krass, sie hört das gar nicht, was ich höre. Sie werden dann von Shadowmanes attackiert, Gabriel und Nida versuchen dann noch mit den Stridern auf die Shadowmanes zu schießen, allerdings gräbt sie dann relativ schnell ein Loch, macht da alles weg, was nur irgendwie geht, und findet dann quasi so eine Falltür in einen Schacht, und dort können sie sich verstecken. Sie befinden sich dann also in dieser Kammer, wo man auch die Reaper zähmen kann auf Genesis 2, und überwältigt von dem, was es da alles gibt, wird Gabriel ohnmächtig. Und wieder plagen ihn dann wirre Träume und auch die Stimmen, aber er versucht dann wieder zu Nida aufzuschließen und findet sie auch. Gemeinsam gelangen sie dann zu Rockville und er fordert sie auf, Edmundium, wie er es nennt, also Element zu sammeln. Das lehnen beide dann entschieden ab. Ein Noglin fällt dann Gabriel an, sodass er nicht mehr Herr seines Willens ist, und aus dem Element, was Gabriel versteckt hatte, hat er einen Dolch angefertigt und den wirft der Nida mit letzter Kraft zu. Nida hat dann so die Möglichkeit zu fliehen, und als Gabriel überwältigt von der Dunkelheit wird, hofft er noch, dass sie es schafft und wirklich fliehen kann. Und damit haben wir dann auch die Story von Genesis 2 abgeschlossen. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, war mega viel Arbeit. Ich verlinke euch mal hier auf dem Bildschirm noch das Story-Video zum ersten Teil, also von The Island bis zu Extinction. Bis zum nächsten Mal und ciao.